Das würde ich auch gern können, Mann. Wie kann man das? Ja, schau dir das Gesicht verraten an, die ganze Zeit. Was, warum hab ich doch auch Probleme zu Hause? Bis dann. Probleme. Du hast eine Hochladung auf YouTube, ne? Natürlich, Mann. Legale Raubtrieb. Copyright Strike. Schatz, das hab ich dir doch gesagt. Dann muss ich nachschmecken. Sie ist gleich mal so. Soll ich sagen, die hier ausgebaut? Ja, ich spitz auch an der Oberschenkel. Schau, so die Scheiße, was soll das? Auf die Couch, Mann. Trink. Scheiße, ich kann nicht mehr. Was ist das? Irgendwann später bist du der intelligenteste und beste Physikprofessor der Welt. Und da kommen die Videos hier. Komm mal! Ja, noch mehr noch zu unserer Scheiße, wenn du mich kommst. Was ist das? 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 Du schläfst da drauf, Bruder. Ja, ich weiß. Nee, ich hab zur Seite gefunden, ich hab den umgelegt. Ich kann das nicht mal aufsagen. Ich weiß. Weiter geht's. Selbstmordversuch. Was soll der Finger, Mann? Nicht gut. Ich möchte sie sehen, nicht durchschauen. Letzte Worte. Das ist keine Frage, ich würde Gott lassen. Ich habe jetzt so scheiße da gesessen. Was? Ich würde fast meinen, du hast Drogen genommen. Ja, das Leben ist ein Drogen. Bisschen kurz, das kriegst du überhaupt nicht zweimal. Bestimmt. Boah, ich schwitze für Wasser. Boah, voll auf. Ha ha!
Ich wüsste, was das ist. Große Bildchen? Ja, doch. Ah, nee, ist nicht. Die Bäume, was scheiße. Du musst es wieder zurück, Alter. Das ist eine Versicherung, die du zurückgibst. Das kann ich mir vorhin noch schwer. Glaub mir, vorhin. Wenn er nicht tot ist. Ja. Halt hey, ich will gerade aufgemacht, das ist die Enkel vom Boden. Ich soll das weiter aufstellen. Ihr Charakter. Ihr Charakter so. Das ist egal, ob ich nicht stehe, ich muss nur das Schippen. Ich will gerade aufgemacht, das ist egal, ob du. Sehr schön. Boah, ich bin einfach hochgekommen. Jetzt mach ich hier runter. Oh, dann kannst du es nochmal essen, ja. Ja. Oh, willst du das nur was trinken? Wenn du stark ausgrübst, hätte ich Rübs gekotzt. Das muss ich mir mal vorstellen. Es kommt nicht mehr Flüssigkeit raus, sondern nur Salz und Fleisch. Das ist mir aber am Kosten. Echt? Das ist voll lustig jetzt. So eine Brühe, weißt du, das ist eine neue... Du definierst Kosten, ne? Das ist wie so ein... Ich hab mich schlau gemacht, ich kann mich zwar nicht rauchen. Ich hab mich schlau gemacht, ich bin jetzt klug. Ich dachte, du hast dich schon besoffen. Ja. Und jetzt säufst du wieder. Aber da ist so immer noch Fleisch im Hals. Hals passt. Das kommt gleich wieder auf, Mann. Ja. Kreislauf fließt sich. Kreislauf fließt sich, Junge. Die Kreislauf. Okay, jetzt geht's wieder. Ja, 7 Minuten, ne? Das ist gar nichts, ich hab locker auf. Ich hab schon eine halbe Stunde, Mann. Ich will schon aufhören, Mann. Was fällt dir eigentlich ein, Kind zu sagen, dass du ihr Vater bist? Ich hab gar nichts gesagt. Sie würde niemals alleine auf den Gedanken kommen. Wer macht so eine Scheiße? Der fährt extra raus, weil sie nicht weiß. Ich rechne gegen ihn, aber jetzt ist Schluss. Nein, jetzt ist Schluss. Du wirst meine Tochter nicht mehr sehen. Nein! Du kannst sie von mir aus verklagen, so viel du willst. Aber ich lasse nicht zu, dass hey, ich verklage dich. Die Tochter. Später verklagt sie wieder, oder? Das geht okay. Ja, ja. Diese hektische Musik im Kaffee. Fischer hat es gleich geschafft. Sam, du hast den Rock gefurzt, ich hol dich raus. Ich hatte den Anlass zu dem Mundstreichen. Ich hab mich besorgen. Ich möchte sehen, wie sie von der Lobe. Warum verbrüht der Teil von der Skala weg, wie soll es das? Das ist der Typhoon. Sieht so aus, ja. Wie mein... Auf sie hat sich angegangen. Aber es schmeckt noch mehr, sie auf die Nase. Verkommen. Du schmeckst deine Nase? Ja, jetzt schmeckt ich sie, weil ich hab ja das Fleisch hochgerückt. Das ist, ja, das ist so Luftkotzen gewesen. Ist das denn neue Transporttechnologie? Jedenfalls freue ich mich, dass es gerade an diesem läuft. Hast du das letzte Mal rektal angezogen? Was? Hast du das letzte Mal rektal angezogen? Nee, sag ich noch. Warte, wie viele Wochen macht, wie viele Monate macht ihr das schon, dass die zu den Postboten jeden Tag zu ihm gehen so. Hä? Gefühle? Gefühle? Schon seine Weile, es läuft gut. Alles, was ich sein sollte.
Das Leben ist weitergegangen. Das Leben ist weitergegangen, Schatz. Ja, weg von hier. Warte mal. Ich glaub, das lässt sich alles machen. Was machst du da? Ich hab das auch mal keine Sorge. Hey, ich hab Chips in den Haaren. Scheiße, auch keinen drüber stolpern. Nein, stimmt zu viel. Trau ich nicht, das ist Lüge. Du weißt, wie ich gesagt genutzt habe, du musst leider. Sims kleiner als 10.000. Der geht nix. Scheiße. Du musst mal deinen Fall fassen. Du musst ja das mal tun. Oh, das ist neue Werbung. Mein Brille sitzt irgendwie gerade. Der weiße Riese, ja. Oh. Wir kommen gleich zum Tanzkurs für Sensoren. CEO, Creative Director, Marketing Director, und du liest mir so einen Schrott vor? Die Zeit hat einfach nicht gereicht. Du hast mir gesagt, oh, sie haben eine Sie haben eine private Besprechung im Café. Wir sollen zusammenarbeiten. Und sie haben dann, glaube ich, nicht als offen gelassen. Wie konnte das passieren? Mein Ansicht ist super und das will ich beweisen. Jetzt kommen wir voll ins vollen Scheiß, was der Chef macht. Entschuldigung, gibt es Probleme mit der Präsentation? Vielleicht kann ich helfen. Es ist wieder vorbei. Ich dachte, ich muss rülpsen, aber wie im Glück immer so. Bist du sicher? Ja. Boah, ich sehe voll anders durch die Brille, ey. Komisch. Chef vor, das sind alles Service und wer die komische Kombination haben. Gedankenblitz. Ich lass mich nicht mehr verarschen. Ich bin ganz oben. Ich bin Deus Ex. Und dann warst du das. Ich hab schon gesehen, für nur 60 Euro für 10 Millionen Spielzeit oder so. Richtig geile Spiele. Wenn es gecrackt wäre, würde ich es mir holen, aber es ist zu teuer. Die Reason, das gecrackt, ne? Crackt ist zu teuer. Du musst halt die Marktpreise auf Aktienbörsen beobachten. Dann wirst du sehen, dass es hier ein Muster gibt, dass die ganzen Zahlen, die noch nicht vorkonfiguriert sind. Und dann wartest du 2 Monate und dann gibt es das billiger. Und das mache ich. Ich habe Aktienbörsen im Börsenmarkt studiert und ich weiß, wovon ich rede. Aktienbörsen. Das geht immer noch nicht an die Hände ran. Nehmen wir so ein Holzfunk und dann kommt schon mal wieder eine Scheiße. Das war nicht mal. Das war nicht mal. Wenn es 500 Frauen zu Hause in Sekundentakt gibt, dann die Hammer, die schon wieder verschissen hat, weil es zu teuer wird. Ah, er feiert die Scheiße drauf. So lange ist der auch noch. Das ist schon ruhig, Puppe. Jetzt hört sich seine Zigaretten oder Zigarren mit dem Handy an. Jetzt ist es. Ja. Oh, Bernd, ich höre gut, da muss ich mal meinen Goldbahn anziehen. Ist klar, ja. Weißt du, er ist so reich, hier kommt ein echtes Gemüse in der Stadt auf, aber holt sich noch mal extra teures Plastikgemüse nach Hause, so reich ist er. Das ist ja immer das Geld. Ich habe ihn vorhin getroffen. Ja, er ist jetzt unser Postenbote. Ja. Ja. Und? Kann ich ihn verklagen? Was schon mal das erlaubt? Braucht er irgendwelche Versicherungen? Das ist sehr ehrlich. Er ist ein Schimpf in meinem Auge gewesen. Ich glaube,
Voll geil, ey. Das sind die Folgen, von denen du mir gesprochen hast. Vielen Dank. Sie haben wirklich verstanden, wo wir mit der Kampagne hin wollen. In den Ruinen. Ja. Hab ich ihn schon von meinem Bauchkrempel erzählt? Sie stellt sich so bei mir vor. Ich erwarte da. Ich erwarte da am Kohlen. Mein Wahrheit ist ein Geschwür, das Haus groß ist. Da muss man auch nicht. Siehst du es? Schau, ich schreibe gerade den Drehbuch für die nächste Episode. Ich bin wieder am Start. Super, perfekt. Jummer nicht schnell, ob. Gesehen, Gehirn Frieselke, Brennbüsse Diabetes. Ja, Gehirnbrand, Brand, wie heißt Gehirnfrost, das sollte rausnehmen. Was das sind. Der schmeißt heute Scheiß auf, kümmern wir uns auch nochmal ein Bild davon. Lass dich jetzt bei Müller verführen. Das ist eine sexuelle Anziehung. Ja, lass du mich dich vergewaltigen, Stan. Ja. Oh, diese Baubilder. Ich kann mich das Kind ja weitergegeben. Frau Mama, mein Körper verfehlt nicht. Der wohl kennt deine Tochter und ihren Vater gejobbt mit Rufis. Ja, Mann. Muss nur kurz den Zahn schlucken. Kann ich hören, Mann? Was machst du? Ich versuche die Werbung nachvollziehen, aber sie will irgendwie Feuchtjahr gegen eine Handtasche kaufen, was kein Zimmer. Warum sollte ich eine Feuchtjahr-Handtasche? Ich bin wieder am Start. Was wollte er? Er hat sein Handy gesucht. Sein Handy? Ja, er dachte, er hätte es hier vergessen. Ich bin lang kennen. Das kleine den Charakter ist, es gehört zum Penner im Wohnzimmer so, ich kratze mich mal so auf den Sack. Dann kratzt er sich am Sack, und dann kommt so 50 Vulvas und dann so, boah, hast du gesehen, wie er sich am Sack gekratzt hat? Was er hat irgendwas vor, ich weiß ganz genau, was er was vorhat. So, ich bin so bald schade. Boah, aber hier ist auch voll süß und so, ja. Warte, ich kann das heute. Du bist viel zu abgesichert. Ich hab mal irgendwie niemand hätte dir den Sorgerecht weg. Das kann schon sein. Schau, ich kann das. So voll sexy. Das ist nur Thomas. Ja, das geht, oder? Das geht. Ich hab keine Augen. Augen sind von der Gesellschaft eingebildet. Warum geht's jetzt nicht? Wo ist denn meine Kreditkarte? Siehst du? In so einem soll ich meinen Kindern vertrauen? Der Typ, der ist so dreist. Ich hab schon wieder unsere Weg gebaut. Was die letzte Dame noch mal gesehen? Aussage, du Ich rede mal von meinem viel Geld, das ich habe, in diesen Koffer tragen. Ich weiß nicht, ich hatte mal Schuhe aus purem Geld. Irgendwie sind die nicht so super gewesen. Was willst du davon, wenn du uns einen Tag auf dem Reiterhof besuchst? Ja, aber das ist riesig. Gute Idee mit dem Reiterhof. Habe ich schon erwähnt, dass ich keine jüdischen Verwandten habe? Okay, gehen wir. Scheiß mal, die Straße besteht aus einem Haus. Ja, muss der Wichser immer nur in der Gegend Post austragen. Ja, ich sag jetzt. Die eine Straße. Ein Haus und der fährt zum Kreis mit uns. Ja, Blockhaus. Nee, viel zu groß, Alter. Viel zu groß. Ach stimmt, Blockhaus, jetzt weiß ich, was du meinst. Das sind diese Blöcke. Darin? Nein, nein. Das ist gechillt im Klo rum. Blockiert. Und ja. Also. Das ist vorschmeckend einfach mitten im Raum. So stylisch. Ich kann es mal üben.
Oh, das ist interessant, beim Kühlschrank, der ist am effizientesten, wenn er eben halt wirklich schon vorgekühlt wird und so weiter, so wenig wie möglich an der Wand steht. Also mitten im Raum praktisch, der kühlt am besten. Ne? Was natürlich keiner macht, ne? Was sonst würde meistens kühler ist, im Haus zu tun. Das ist eigentlich, dass du hier heißt, das ist schon ein Erlebnis. Perfekt, Schwager. Das ist ein Fetisch. Ja, aber.